Hallo und willkommen zu Minecraft Town S2, heute mit dem Asphalt und dem Dorne. Hallo. 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 Na, ihr zwei? Ja. War das schon fleißig? Ja, ich hab schon ein bisschen gefarmt und so. Ja, du hast ja das Farm habe ich jetzt noch vor mir. Ah. Aber du warst schon fleißig an einem Baum, habe ich gesehen. Ja, da war ich schon dran. Hab ich heute schon mal rumgeguckt. Weggehackt. Dann muss ich mal vorbeischauen. Na, ich habe heute schon mal rumgeguckt. Ja. Oh, die Mütze will ich haben, Alter. Den Hut will ich haben. Yeah. One Man Army. Auch schon einige Hüte. Ich habe so einen Stein entdeckt, da bekommt man Gold Nuggets draus. Ist schön. So, ne? Hm? Sieht was aus deinem Haus? Lol. Was ist nicht in meinem Haus? Baum sieht voll lustig aus. Ja, ich weiß, ich bin noch nicht so weit im Haus. Wo baut Chris? Der baut. Ich bin... Neben dem Meteorit. Achso, ja, ich komme durcheinander, weil zu mir sagt auch mal Chris. Ja, ja, stimmt. Dann meine ich auch dich. Achso, ich bin halt, hier hinten ist irgendwo so ein Meteorit eingeschlagen. Da kurz daneben wohne ich. Na, ich glaube da. Bade eigentlich. Genau, du fliegst da. Ich weiß es nicht, aber, also ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, in der ersten Folge mal gesehen, habe ich gedacht, das ist irgendwie so ein schwarzer Baum. Oh nein, das ist ein OP-Skelett. Jawohl. Schnell verwandeln. In einen Menschen. Ich bin der Meinung, der ist erst danach gelandet. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. So. Aber ist ja wurscht, solange wir nicht auf mein Haus eingeschlagen ist, ist mir das eigentlich Rille. Plötzlich macht's Boom. Ah, oh, Skelett. Da hinten hat auch jemand gebaut. Ja, da hinten ist der Krog. Naja, das habe ich ja schon in seinem Video gesehen. Genau, der spielt da und der Bauer ist hier drüben. Da wo die Kisten hier stehen. Genau, da wo die Kisten stehen, da baut Bauer hin. Nee, noch weiter hier drüben. Ja. Ah. Genau, da ungefähr baut er. Muss so hier im Pack erstmal wieder wissen, für was die ganzen Sachen hier sind. Ja, hier gibt es Steinarten. Hier gibt es erstens verschiedene, zigtausend verschiedene Steinarten, dann gibt es hier gibt es so viel Zeug, das heißt sehr. Perfekt für uns. Ja, halt. Da wird es halt nicht schnell langweilig, ne? Also, du hast auf jeden Fall eine ganze Weile was zu tun. Warum tue ich mir eigentlich immer so hart hier? Ich habe doch eine Fledermaus. Tue mir da so hart mit hochspringen und was weiß ich nicht. Ja, Fledermaus, das Blöde ist halt, wenn du eine Fledermaus bist, hast du nur drei Herzen. Ja. Wenn man dann heißt und nicht dran denkt, man ist noch eine Fledermaus und springt. Ja? Also ja. Das ist ja cool, das ich hab eine Glowstone Chestplate gedroppt. Ja, die Rüstungen sind eigentlich nicht so schlecht. Die gibt gleich mal dreieinhalb Dinger. Ja. Muss sagen, ich hab auch drei, eine. Lapis war das, glaube ich. So, jetzt muss ich aber irgendwann mal nach unten gehen, weil ja, ich jetzt auch. Ich bin jetzt auch gleich auf dem Weg nach unten. Ich muss nur mal noch ein paar Fäckelchen bauen. Ja, muss ich auch noch hochfliegen. So. Ich weiß noch nicht, ob so eine gute Idee war, im Baum oben zu wohnen, aber ich werde mir unten auch noch was bauen. Ja, auf dem Baum selbst. Auf dem Baum selbst ist eigentlich. Bin ich der Meinung, eine relativ coole Idee. Das Gute ist halt, da oben spawnt nichts. Ja. Wenn man ausleuchtet. Ja, ich meine, gut, spawnt dir eigentlich nirgendwo was, wenn du ordentlich ausleuchtest. Ja, habe ich schon gemacht. Aber ich möchte meine Idee wäre also gewesen, vielleicht ein ME-System und dann unten. Dann das Haupt, also den ganzen Lagerraum und Outcraft und alles so nach unten zu verlegen und dann im Baum halt so eine Leitung durchzulegen oder irgendwie so. Weil oben habe ich ja nur einen begrenzten Raum. Wow, Schuhe getroppt. Oh, Armee. Aber Fledermäuse sind ja eigentlich genug, also. Ja, Fledermäuse fliegen genug rum. Ich habe mich hier nur gerade mit dem Creeper angelegt. Als Fledermaus immer recht chillig. Nein, nicht sterben. Indem man stirbt gerade. Das ist die Fledermaus hier. Nee, ich war mir ich selber. Oh, ein Herz. Schlafen könnten wir gehen. Ich bin gerade in der Höhle, also. Ja, ich auch. Aber ich und Flo könnten.
So, gehen wir kurz hoch. Achtung, Donner, Achtung. Diese Goldnugget-Dinger gibt's aber hier auch viel, ne? Ja, ist aber auch gut. Nicht sterben. Dass um mich herum nichts ist. Ja. So, jetzt habe ich den Helm bekommen. So. Und ein Gold-Ink. Muss ich da noch irgendwie raus? Mal raus? Doch einfach irgendwo raus. Ja, ich muss rausfliegen. Ich weiß gerade nicht, wie ich hier sonst rauskommen soll. Das hat der für einen coolen Kopf, für einen coolen Hut. Ja, Blödel, Alter. Blödes Creeper-Getier. Warte. Nee. Wakey, wakey, why is it showing? Good morning, everyone. Also, du liest das wirklich immer vor, ne? Boah, jetzt wollte ich... Boah, Gott sei Dank, wäre es nochmal nachgedacht. Wollte ich gerade wieder so runterjumpen. Was ist denn geht? Nicht sehr gut. GTA King ist cool. Habe ich jetzt gerade eine Mütze gefunden. Lol. GTA King ist cool. So, 1, 2, 3. Boah, ich habe jetzt zwei Endermänner drin, das heißt, ob ich einen töten soll? Ich war auch schon dabei, einen Enderman zu töten, aber die sind immer wieder geflohen. Ah, ich glaube, da muss ich aber meine normale Gestalt annehmen. Wäre eine Idee. Ist auf jeden Fall irgendwo ein Zombie-Spawner. Doch, Zombie-Spawner. Oh, ist sogar ein Wert getroppt. Weil die laufen hier wie's. Ja. Jawohl, ich habe einen Enderman. Yeah! Kannst du jetzt teleportieren? Ja. Nice. Ich baue mir jetzt einfach runter. Ja, du kannst dann halt, wenn du Enderman bist, ganz viele Enderperlen immer schmeißen. Also halt dauerhaft Enderperlen schmeißen. Ja, das ist schon cool. Finde ich auch generell cool, das mit dem Morphen, weil du brauchst halt nicht direkt so Jetpack. Ja. Weil du halt... Danke, Dorne, dass du mich in den Weg baust. Bitte, bitte. Du darfst einen Creeper töten. Welchen Creeper? Der gerade Bumm gemacht hat. Oh! Welchen? Er hatte gerade irgendwie das OP-Schwert von dir da. Ja, das haben manche Zombies in der Hand. Aber das macht Gott sei Dank nicht so viel Schaden. Das wäre aber... Ja, das wäre ja mies. Ah, ich könnte ja mal mit meiner Penne schlagen. Die Pfanne ist zum Kochen, nicht zum Schlagen. Wing Pen. Doch, die kann. Die macht gut Damage. Ja, ist aber trotzdem eher zum Kochen. Stimmt's da nicht? Mal schauen, wo ich hier runterlaufe, hier ist Lava. Ja, ich hatte so eine Pen of Destiny mal, aber die ist kaputt gegangen. So, welche Höhe bin ich denn eigentlich? Ich bin gerade mit den ganzen Monstern hier betteln. Ich habe schon fast eine ganze Rüstung jetzt. 44. Uranium. Ja, ich habe auch Steel Helm und weiß Steel Boots. Weiß noch nicht, für was ich Uranium brauche, aber ich weiß, dass ich es brauche. Doch, du weißt, ich ist alles gut. Ich bitte euch, wenn ihr Nuklearreaktoren bauen solltet. Nee, sowas meine ich nicht. Lest euch vorher ordentlich ein. Oder fragt also mich. Ich habe das schon mal gebaut, nur dann hat es irgendwie Bumm gemacht. Richtig. Also ich hab's vorzubauen, aber am besten nee, ich werde, ich werde, Atomkraft, nein, danke, also ich werde, Solar. Ich gehe definitiv auch auf Solar. Also wie gesagt, wenn jemand wirklich auf Uran möchte, dann sagt mir bitte Bescheid und ich helfe euch dabei. Okay. Weil ich kenne mich dann doch ein bisschen damit aus. Weil das ist wirklich, also, weil wenn die knallen, du kannst wirklich aus der Gegend wegziehen, weil die Gegend ist komplett verseucht. Okay, wo darf ich die Atombombe einsetzen? Gar nicht. So. Ah, also Kohle gibt's ja wirklich viel, ne? Ja, das stimmt. Der Lauf ist noch ein bisschen vorbei.
Obwohl das eigentlich relativ wichtig ist. Ich hole mir erstmal Eisen und so weiter. Eisen, aber Kohle braucht man sehr viel. Später ja. Mal. Ja, fürs Carbon dann. Ja, kenne ich von Town und so. Ja. Ja, auch hier bei Town. Ich hole mir dann mal einen Hammer. Genau, wir könnten dann... So, kurz bei der Zeit geschaut, wir könnten dann eigentlich, ich habe, einen Eimer Lava mitbringt, könnt ihr die Hammer bei mir machen, ich habe schon alles dafür da. Das ist doch mal ein Angebot. Wenn ich einen Eimer hätte, könnte ich die Lava mitnehmen, weil da vorne war gerade Lava. Ja, wie gesagt, also ich habe schon alle Items dafür. Mhm. Ding, wir brauchen quasi bloß noch gießen oder halt zumindest das Material aus dem wir halt gegossen haben wollten, muss halt mitbringen. Ich mache mir mal schon mal einen Eimer. So, gehe ich noch schon weiter runter. Cool, ich habe sogar Rubine schon gefunden. Was ist das? Die habe ich noch nicht gefunden. Achso, Ember. Na gut, Ember brauche ich. Ich habe Dias gefunden. Wenn dann erst später. Was, Dias? Okay, Dias habe ich noch nicht. Ja, baue mich in so eine Schlucht. Was sehe ich? Zwei Dias. Nice. Jetzt nochmal für alle. Kannst du sie auch abbauen? Ja, sicher. Sonst hätte ich den Erfolg da nicht. Gar nicht gemerkt. Hä, wie hast du denn das gepostet, den Erfolg? Generell wird einfach... das sind nochmal die Dias. Flo, hier wäre viel, viel Lava. Also, das kann man halt ausstellen, aber normalerweise werden die Erfolge einfach so gepostet, also... Ja, weil... Achso, du hast gerade eben den ersten Diamant gefunden. Ja, genau. Achso, ich dachte, du hast ihn schon gefunden, hast jetzt nur noch mal irgendwie gepostet. Nee. Yeah. Aber es sind schon einige Dias, muss ich schon sagen. Na, ich buddel mich auch mal ein bisschen weiter runter. Kann man einen Diamant-Hammer bauen? Nee. Aber man kann Diamant draufpacken. Oh nee, Creeper! Mach bitte nicht bei mir, Bumm. Sondern bei mir. Was bist du? Oh, Lapis. Lapis ist natürlich cool. Ach, danke Dorn, ich sehe deinen Weg. Ah, ich bin so doof. Bin noch so im normalen Minecraft drin und lauf einfach beim Redstone vorbei, aber das brauche ich hier. Wenn man vorher ein paar Stunden normales Minecraft spielt. Ah, ich glaube, ich könnte jetzt den Pulverizer bauen. Aber Ressourcen sind aber wirklich viel, ne? War doch schon. Wir sind auch irgendwann mal viele Leute. Brauchen wir dann auch. Ach, da eine schöne Höhle. Okay. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich hier wieder rauskommen soll, aber... auf Höhe 21 erst. Ich weiß auch noch nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Auf jeden Fall hier schon mal Sertus gehört, die ich auch sicherlich noch brauchen werde. Ja, gehe ich mal stark von aus. Mit nur nicht so arschdunkel ist hier unten. Ja, hier ist Lava, also. Du hast einen Lava-Eimer mit? Nee, ich gehe noch nicht nach oben. Okay. Wechsel immer Silber mit Diamanten. Ist mir auch früher mal passiert. Steht doch aber eigentlich dran. So. Schlucht, das bin ich auf Höhe 11. Ja, 10. Dann ist schon ein Diamanten. Ah, da vorne ist ein Rubin. Wo ich mir mal schnell sein. Ja, Rubi. Ja. Oh, das müsste einer. Ich habe mich schon gefreut. Wegen was? Es war leider nur Silber. Ich habe gedacht, es war ein Dia. Ja. Oh. Das hier, Mann. Oh, nicht in Lava laufen. Mehr. Boah, Alter. So, jetzt muss ich aussortieren. Jetzt geht's schon los. Wo geht's hier nochmal nach oben? Ja. Jetzt geht's schon los mit dem Aussortieren. Bei mir auch. Aber ich bring jetzt mal die Dias nach oben. Weil 9 Dias sind schon ein bisschen wertvoll. Ja, vor allem am Anfang, wenn man noch keine hat. Also über Ressourcen kann man definitiv nicht klagen. Kein Fall. Das ist echt, ne? Nicht so wie bei Warvision am Anfang bei uns. So. Ja, jetzt sind aber auch die Mobs nicht so extrem.
Ja, also da drüben waren halt, also bei Vision, bei Crackpack, waren halt auch die OP-Zombies, die sich selbst geheilt haben. Ja. Und gegen die kann man fast nichts ausrichten, mit halt nur Steinschwert. War schon besser, ja. Ah, hier ist nochmal Uranium. Ja, dieses Silber. Die Frage ist... Okay, lol. Ja, ich freue mich bei dem Silber immer, dass ich einen Diamant gefunden habe, aber irgendwie. Weil das Diamant-Ohr, das schaut in dem Texture Pack fast genauso aus. Ja, das stimmt. Ist das doof, ey. So, egal, aber Silber wirst du auch mehr als genug brauchen von dem hier. Ah, hier ist noch was. Lol, da hinten brennt's. Wo? Stein kann brennen. Ah, naja, das war das Slalak... oder so. Slalak-Mieten oder... Slalak-Mieten. Ich weiß nur, damit ich von Uranium sicher nochmal genug brauchen werde. Ja, und gleich als kleiner Hinweis, ab Version 1.6.4, wenn du Uranium raffinierst, brauchst du einen Gummianzug, ne? Nur mal okay. So nebenbei. Hey, schau mal hier. Ich? Ja. Wo? Oh, das war keine gute Idee, da auch zu bauen. Du hast auch die jetzt? Ja. Perfekt. Echt? Perfekt. Diamanten. Blödeste ist noch immer, wenn man die es findet und die dann nicht abbauen kann. Ja, durchaus. Ah, oh, nee! Ich sterbe! Ich sterbe! Komm, bau den Gravel schnell ab. Oh, ja. 4 Herzen habe ich überlebt. Also meine Tour hat sich bis jetzt echt gelohnt, muss ich sagen. Ja, meine auch. Ja, meine ist nochmal hoch, weil mein Inventar voll ist und weil ich meine Deals retten will. Bevor ich hier noch sterbe. Außerdem habe ich nichts mehr zum Essen. Ja, für Essen musst du dann natürlich schnell genug vorsorgen, ne? Ich hab ja genug Bären und alles dabei. Stimmt, ich ernte einfach mal die ganzen Bären ab, die wir da vor unserem Haus haben. So. Schon wieder so ein doofes Skelett. Ja, ich glaube, dann kann ich dann, wenn ich wieder zurück bin, dann schon ein bisschen was bauen. Oh, da ist ein Creeper, nein. Nein, ich darf nicht sterben. Was ist das? Danke, der Creeper hat mir gerade das Leben gerettet. Sulfur. Sieht jetzt blöd an, war aber wirklich so gerade. Was, der hat ein Creeper das Leben gerettet? Ja, der Creeper hat die Skelette getötet. Und ich kann nichts mehr essen und ich habe nur noch 4 Herzen. Wie, du kannst nichts essen? Ich habe nichts mehr zum Essen. Das aber ich höre schon Schafe, also bin ich schon ziemlich weit an der Oberfläche. Alter, das ist... Ich habe gleich nichts mehr zum Wegschmeißen. Ich mach grad Street Mining und das war... Ne. Ups, das Schaf in der... Wieder hin und her schneiden, jetzt habe ich außerdem gerade das Bild klein gemacht. Das ist toll. Ja, das ist immer ätzend, weil dann ist immer das Aufnahmebild immer von der Größe her verschoben, man muss immer hin und her cutten und... Glaubt mir, ich finde auch bald Diamanten. So, ich habe jetzt fast 3 Stacks Redstone, das sollte erstmal reichen, oder? Knapp leckt der Uni. Was? Mir gerade der Server ziemlich geleckt. Nein, 2,5 Herzen. Nein, ist was, du Depp. Oh. Nein. Ja, passiert ja nichts, das geht ja eh alles ins Ding, in den Grabstein. Trotzdem, ich will nicht sterben, nicht schon wieder. Oh, wäre ich gerade fast am falschen Hand noch gestorben. Habe ich nur ein Herz. Das war die Haas, die Haas, die Haas. Ist. Hm. So, 7 Dias, jetzt werde ich mich hoch jetzt machen. Bitte sag, wir haben da was zum Essen drin. Kann man Zombie Brains? Ja, ja, kannst du. Darf sich halt nur nicht so schnell bewegen dann, weil sonst verlierst du wieder. Ja, hauptsächlich heil mal, ich habe nur ein Herz. Wir sind Creeper. Das ist schlecht. Fliegen mal zur Sicherheit hoch zu meinem Haus, wo nichts bauen können. Und jetzt
wirklich gegen so ein Teil, das, was ich hier so hab, das mir auch Schaden macht, wenn man dagegen liegt. Ja. Rohstoffe habe ich wirklich schon einiges jetzt. So, jetzt muss ich mal wieder meinen Ausgang finden. Ich glaube, der war hier irgendwo, oder? So, wäre schön, wenn wir schlafen gehen könnten kurz. Ich bin auf dem Weg nach oben. Ich muss nur schnell meinen Ausgang finden. Hier so. Ich glaube, ich weiß, wie man schneller heilen kann. Wie denn? Du musst dich in eine Fledermaus verwandeln, voll heilen. Und wenn du dann voll geheilt bist, musst du dich einfach zurückverwandeln und bekommst automatisch die Herzen voll schnell. Mhm. Glaube ich, dass das jetzt so war. Jetzt nicht sagen. Blöde Spinne, Alter. Und wir müssen auch die Folge beenden. Jo. Jo, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Schaut mal bei den anderen zwei vorbei. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Tschüss.